Auf, Becker! Aufhören, aufhören! Ach komm, hören wir auf! Komm, Becker, weg! Ach, weg! Mensch, Becker! Mensch, Becker! Becker, morgen ist der dritte Advent, da geht der ganzen Welt ein weiteres Licht auf. Nur Sie tappen nach wie vor im Dunkeln. Also mal, diese ganze Bambi-Verleihung ist genauso interessant wie der Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld oder die Eheprobleme von Günther Oettinger. Lassen Sie die Leute doch sich selber feiern, die haben doch sonst nichts. Und außerdem, Herr Becker, zu Ihrer Information, wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Da sitzen die Menschen mit Blockflöte und Spritzgebäck gemütlich im Kreise ihrer Lieben und flöten im Block und spritzen sich Gebäck. Was die Menschen... Was die Menschen in dieser Zeit hören wollen, das sind besinnliche Geschichten, moraltriefende Weihnachtsmärchen, wie zum Beispiel das Märchen von einer, die auszog, in der globalisierten Welt den Bewohnern der Chefetagen das Fürchten zu lehren. Ich glaube, ich werde mit der Printe geprügelt. Angela Merkel im Kampf gegen die Gierschlunde und Rafkes aus dem finsteren Reich des kapitalistischen Bösen. Ja, Zapperlot, welcher kryptokommunistischer Koloss hat denn da unserer Kanzlerin das neoliberale Hirn gewaschen? Da wird doch keine Folter im Spiel gewesen sein. Sie wissen schon, so nach CIA-Manier, den Schädel so lange unter Wasser halten, bis er aufhört zu blubbern und dann 3 Tage Erziehungsknast mit Beschallung. Völker hört die Signale. Aber mal im Ernst, haben Sie das gesehen, wie Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag die ganz große Moralkeule ausgepackt hat und wie sie dann gnadenlos auf alles eingeprügelt hat, was mehr als 2 Millionen Euro jährlich einsackt, und die Delegierten johlten und klatschten und riefen da capo und demonstrierten der Welt, was so ein rechter schwarzer Block ist, die Internationale als christdemokratischer Wahlkampfschlager. Wie konnte das passieren? Hat sich die Merkel ihre Parteitagsrede von Egon Krenz schreiben lassen? Ist da irgendeine frühkindliche Konditionierung aus ihrer Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat aufgebrochen? Oder haben am Ende die Parteitagsköche bewusstseinserweiternde Drogen unter Delegiertenmüsli gemixt? Also irgendwie scheint da zurzeit alles möglich. Dieselben Leute, die seit Ewigkeiten den Einkommensmillionären und Dividendenabzockern den Steuerzucker kiloweise in den vergoldeten Arsch blasen, dieselben Leute stellen sich hin und beklagen fehlende Moral und Instinktlosigkeit. Von was für einer Moral ist da die Rede? Von was für einer Moral ist da die Rede? Von der Zahlungsmoral. Die ist doch intakt, zumindest wenn es um die Zahlung in die eigene Tasche geht. Und wenn so eine fette Heuschrecke irgendetwas hat, dann ist es ein untrüglicher Instinkt. Und zwar dafür, wo in dieser Gesellschaft ein möglichst dicker Batzen des sogenannten Volksvermögens einverleibt und beiseite geschafft werden kann. Diese Leute lachen sich doch kaputt, wenn die Merkel von Sitte und Anstand erzählt. Die hängen sich diese Parteitagsrede aufs Klo als Ersatzpapier. Obwohl, es gibt auch Gegenbeispiele. Es gibt auch Gegenbeispiele, wie den Klaus von der Post, den Zumwinkel, den obersten Geldbriefträger der Nation, der nur eine einzige Adresse in seinem Zustellbezirk hat, nämlich die eigene. Der hat ja an dem Tag, an dem die Koalition den Mindestlohn für Briefzusteller beschlossen hat, vor lauter Schreck seine Postaktienoptionen im Wert von 4,7 Millionen verhökert. Und dass kurz vorher der Kurs der Postaktie noch einmal 5% zugelegt hat, ja, das ist dem Klaus heute wirklich unangenehm. Da hat er jetzt völlig zerknirscht in der Weihnachtsausgabe der Mitarbeiter Zeitung der Post, hat er das jetzt zugeben, dass das ein Fehler war. Und anschließend hat er eine Magnum-Pulle Shampoos geköpft, seine Kontoauszüge gerahmt und schon einmal die Bewilligung für die nächste Gehaltserhöhung formuliert. Der Teufel scheißt eben auf keinen kleinen Haufen. Und spätestens, wenn die Scheiße zu Gold gemacht worden ist, dann hört sie auch auf zu stinken. Und das weiß die Merkel auch. Und der Beck, der weiß das auch. Und all die anderen, die sich zurzeit aufblasen mit so idiotischen Forderungen wie Einführung von Höchstlohn oder freiwilliger Selbstkontrolle. Nein, das meinen die nicht ernst. Das wissen die selbst, dass das gar nicht geht. Der einzige Grund, warum sie sich zurzeit überschlagen mit Kritik an der Maßlosigkeit des großindustriellen Führungspersonals, das ist die nackte Angst. Angst davor, dass eventuell immer mehr Menschen zu der Überzeugung kommen, dass nicht alles schlecht war an der Roten Armee-Fraktion. Angst davor, Angst davor, Angst davor. Angst.
Angst davor, dass er in naher Zukunft den Bach runtergeht, der vielbeschworene soziale Frieden. Und dann gibt es ein Problem, denn nach dem Frieden kommt der Krieg. Und dieser Krieg findet längst statt. Da reicht ein Blick in die Kinderzimmer und Schulgebäude dieses Landes, um zu sehen, was dabei herauskommt, wenn eine Gesellschaft nur noch ein Ideal kennt, nämlich das rücksichtslose Anhäufen von Kohle, Kohle und noch mehr Kohle. Von wegen, die Kinder sind das Wertvollste, was diese Gesellschaft besitzt. Und wieso? Wieso werden diese Kinder dann misshandelt und gequält? Warum sterben sie an Unterernährung, werden totgeschlagen oder weggeworfen wie der allerletzte Dreck? Und warum hat denn um Gottes Willen wieder mal keiner was gemerkt? Ich sage es Ihnen, weil es keinen interessiert. Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut. Na und? Sollen sie arbeiten gehen oder ein paar Aktien verkaufen? Ehrlich, da könnte ich jedes Mal Würfel kotzen und Tränen furzen, wenn ich höre. Wenn ich höre, wenn Sie auf Parteitagsreden wieder beschworen werden, die höheren Werte, die diese Gesellschaft angeblich zusammenhalten, Nächstenliebe, Solidarität, Gemeinsinn, was kann ich mir dafür kaufen? Nichts? Dann nehme ich doch lieber gleich den Jackpot. Und in dieser Situation kommt Angela Merkel und erinnert die Vorstandsvorsitzenden und Spitzenmanager an ihre Vorbildfunktion. Dabei hat dieses Vorbild doch in Wahrheit längst Schule gemacht. Und wenn vor dieser Schule mittlerweile private Wachdienste dafür sorgen müssen, dass die Gewalt unter den Schülern nicht eskaliert und es nicht zu Mord und Totschlag kommt, dann ist das doch nur ein Zeichen dafür, dass Mord und Totschlag inzwischen zum Alltag gehören und dass die Gewalt zur Normalität geworden ist. Da gibt es 14-Jährige, die sind bis an die Zähne bewaffnet und jederzeit bereit, die Mitschüler krankenhausreif zu schlagen. Und wofür? Für ein dämliches Handy und ein paar Markenturnschuhe.